Leiten, Pech und Pannen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Hier unten bin ich übrigens. Da kann wenigstens keiner sagen, Toto, warum nicht mit Webcam? Na klar, mit Webcam. Jo, fangen wir mal an mit einer, also nicht mit einer Pleite, sondern wir fangen doch, eigentlich ist eine Pleite. Meine Base ist mal wieder gedreiert worden und kommen wir dann den Kommentator von vor ein paar Wochen, wo jemand gesagt hat, Mensch, hätte ja auch zeigen können, den Angriff auf dich, Base ist sowieso down. Hat er recht gehabt, also kann ich das auch ruhig mal zeigen. Ich fand den Angriff nämlich gut vom Gegner, deswegen zeige ich euch das auch, weil der Angriff war in Ordnung und auch nicht mit Rootreidern. Das kommt auch noch erschwerend dazu. Nicht mit Rootreider, ich habe ja alles erwartet, aber nicht sowas. Ein lupenreiner Yeti Smash und equipped hat er den Handschuh hier beim King und die Erdbebensocke, auch nicht schlecht. Bei der Queen volle Heilerkapazität hier, also drei Heilerinnen kommen da glaube ich dann raus und wurden das Hauptbuch oder das Standardbuch auf 18 gelevelt, also auch gar nicht mal so schlecht. Interessante Kombi, muss ich auf jeden Fall sagen, und ich war natürlich gespannt drauf, wann die Heiler bei der Queen kommen und wie die eigentlich rauskommen, denn gerade jetzt in den Multis ist das natürlich gar nicht mal so einfach, beziehungsweise die dann rauszuspielen, ohne dass sie gleich wieder angebraten werden. Aber hat ja auch ganz gut funktioniert hier beim Gegner. Und ja, okay, das natürlich ist ein bisschen Pech, beziehungsweise nee, das ist eine Pleite. Das gehört zu den Rubrik Pleite. Hier unten kommen jetzt die drei Heiler raus. Okay, eine Luftmine, glaube ich, war es nur, aber gar nicht mal schlecht. Und die Heiler bleiben aber auch auf der Queen, die gehen nicht auf den Royal Champion, obwohl der dann auch Feuer bekommt. Aber was mich natürlich interessieren würde, würden die dann nochmal wechseln, die Heiler? Ja, würden die nochmal wechseln? Das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, das weiß ich nämlich nicht. Also die Queen stirbt jetzt nicht mehr. Ja, und deswegen weiß ich nicht, ob die Queen, wenn sie dann nicht da wäre oder nicht mehr da ist, ob die dann das Ganze tauscht. Aber wie gesagt, das war ja schade auch, aber schöne Attacke. Kann man dann auch mal zeigen vom Gegner, würde ich sagen. Und Liga sieht aber ganz gut aus. Allerdings haben wir auch etwas Pech gehabt. Aber nicht nur wir haben Pech gehabt, auch der Gegner hat hier Pech gehabt. Also nicht der Gegner jetzt, sondern andere Gegner haben ein bisschen Pech gehabt. Wenn ihr viele, viele Live-Angriffe sehen wollt, dann guckt einfach meine Livestreams nach auf Twitch.tv. Da könnt ihr alle Angriffe sehen. Ich glaube, wir haben so viele Angriffe reingekriegt. So viele Angriffe habe ich mein Leben noch nicht gesehen, weil wir auch in drei Clans A die Liga spielen. Und in einem Clan kommt noch leicht erschwerend dazu, spielen wir auch noch CK im Clan Deutschland Ad. Klappte aber diesmal wirklich super. 30er und 40er gespielt in der wirklich kurzen Woche. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben ja wirklich eine kurze Woche mit nur 6 Mannschaften. Da haben auch viele schlau geguckt und da ist auch nicht viel mit Tauschen. Ja, also wenn dann jemand ankommt und sagt, ich habe den ersten Arbeitstag verschlafen, könnte er mich nicht mit reinnehmen. Also ich habe gestern auch hier mit jemandem gesessen und habe rumgewitzelt, weißt du. Na klar, nehmen wir den nicht nochmal mit rein. Passierte nicht im kleinen Herausforderer, sondern ich glaube, es war bei Totos Bande. Natürlich nehmen wir so einen nicht mehr nochmal mit rein, weil es könnte ja A sein, dass er nochmal verschläft. Ich meine, das ist das gleiche wie ich nenne es mal so, wie beim Fußballspiel, wo du vielleicht die ganze Zeit über den Platz stolperst, weißt du, und dann fragst ein Trainer, Trainer, nimmst du mich nächstes Spiel auch wieder mit? Natürlich macht der Trainer das nicht, ja. Und von daher ist es, glaube ich, ja, das ist, also das Wochenende der Liga hier war schon sehr, sehr witzig. Ich habe echt super, super viel gelacht. Vielen lieben Dank an die Clans hier, dass ihr mich auf jeden Fall am Leben haltet, am Lachen haltet, muss ich echt mal so sagen. Allerdings hier beim Clan Free-to-Play und auch beim Clan Herausforderer hier ist das nicht zum Lachen, sondern das ist schon bitterer Ernst hier. Also hier wird hart gekämpft. Keine Frage, hier werden nicht einfach nur so Angriffe gemacht, sondern, na klar, bei 6 Mannschaften hat man natürlich unter Umständen den Ansporn, dass man aufsteigt. Man muss ja nicht gegen 2 Mannschaften noch mehr spielen oder 3. Ne, 2 Mannschaften noch mehr. Und deswegen ist das eigentlich eine coole Sache. Bis zum ersten Spielstand oder bis zum ersten Spieltag sah es auch noch gut aus. Zweites Spieltag haben wir, werden wir gleich sehen, leider verloren. Aber da kommt dann halt das Pleiten, Pech und Pannen. Aber hier schön im Blimp von Nachtschatten und jetzt geht es hier mit den
Wurzelkriegerin durch das Dorf durch. Ich versuche mich mal ab und zu mal an die deutschen Begriffe zu lehnen, denn sie heißen Rotreiter, ja, ich weiß. Rotzreiter, wo werden sie auch manchmal genannt, habe ich mir jetzt sagen lassen. Aber wenn erstmal noch mehr von der Def hier in diesem goldroten Ton ist hier, dann sieht das auch mit den Rootreitern, denke ich mal, anders aus. Wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis es ein Frühlingsupdate gibt oder sowas. Oder jetzt das irgendein bevorstehendes Event, aber irgendwo wurde auch schon wieder rumgeleakt, was es demnächst denn geben wird. Und naja, sei es drum. Sei es drum ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist das eine ganze Masse hier für einige zu tun. Vor allen Dingen die mehr Accounts spielen hier, auch bei den Herausforderern oder beim Clan Free-to-Play. Dann auch gerade mit dem Wechsel immer im Clan Deutschland-Ad für den CW-Tag dann auch noch. Aber es macht dann am Ende des Tages richtig Laune, wenn du alles so geschafft hast und so. Dann ist das schon eine wirklich coole Sache. Und deswegen würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran, zumindest an den zweiten Spieltag, denn dort hatten wir etwas Pech, also Pech und Pannen. Ist auf jeden Fall in aller Munde. Früher war das übrigens eine Fernsehsendung, aber ich denke mal, viele Zuschauer sind etwas zu jung bei mir, als dass sie sich an sowas erinnern können oder ich weiß gar nicht. Nee, die Sendung gibt's glaube ich nicht mehr. Und der Angriff war ja auch eine echt knappe Sache. Nicht gesehen hier. Nicht gesehen, aber trotzdem noch geschafft. Aber es waren, glaube ich, wer genau hingeguckt hat, ich glaube, es waren am Ende nicht ganz eine Punktlandung, sondern 2 Sekunden haben wir noch gehabt oder er noch gehabt. Also wirklich eine ganz, ganz enge Kiste, aber schöner Angriff hier von Nachtschatten. Und ja, zweiten Ligatag haben wir wirklich Pech gehabt, kann ich euch sagen. Mehr Pech konnte man gar nicht haben. Wir haben 36, 35 verloren. Eigentlich haben wir gewonnen nach Prozenten, haben leider einen One-Star dabei. Und wirklich super, super viel Pech. Ihr seht das, wie viel Timefails wir hatten. Oder halt, ja, nicht genug Cleanup dabei, ne? So kann man es auch sagen. 95%, 95, Maximus 98, Thorsten sogar. Der Thorsten sogar mit 98%, Martin 96%. Also sind schon wirklich unheimlich knappe Sachen dabei gewesen. Das war halt das Pech oder überhaupt der Pech am zweiten Spieltag. Aber ist nicht so schlimm, wir halten uns noch immer noch ganz gut. Ich meine, wir haben gegen den ersten jetzt verloren und können jetzt natürlich noch immer noch Erster werden, je nachdem wie hoch wir gewinnen. Aber im Moment sieht es gar nicht so nach Gewinnen aus bei uns. Sondern, ja, ich meine, der Gegner hat ja ein paar Dreier gemacht, 4 Stück. Der Gegner im Moment 2 und ein One-Star. Lässt also hoffen, dass wir da auf jeden Fall, ich hoffe mal, auch wieder locker über die 30 kommen. Und je nachdem, werden wir uns noch ganz gut halten. Es steigt im Moment ja auch nur einer auf und einer ab. Bei den anderen Ligen sieht das anders aus. In den kleineren Ligen steigen teilweise 2 auf, aber keiner ab und so weiter. Ist ganz interessant, konntet ihr sicherlich in den News nachlesen. Aber ich würde sagen, wir gehen kurz mal rüber zum Clan Free-to-Play. Ah ja, und dann mache ich nochmal alles doppelt. Ich habe nämlich gerade schon aufgenommen, aber habe dann festgestellt, ab hier hatte ich keinen Ton mehr. Okay, ab hier hatte ich keinen Ton mehr. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Wasser, das ist auch nicht ganz unwichtig, aber hier bei Free-to-Play, da gab es eigentlich gibt es gar keine Pleiten, Pech und Pannen. So ein bisschen Pech habe ich gestern gehabt, muss ich dazu sagen, wobei wir hier eigentlich eine gute Liga spielen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, hier 72, 54, aber noch erstmal Grüße an die beiden deutschen Clans hier, an Restart 2 und an den Clan Clan King. Clan King haben wir gleich im ersten Match gehabt und gewonnen. Im zweiten Match haben wir gehabt den Clan Restart 2. Die waren aber von den Rathäusern dann doch ein bisschen arg zu stark für uns. Denn viele 15er, 16er auch gegen unsere 13er da unten. Da konnten wir nur noch ein bisschen Kosmetik verbessern. Aber ich denke, das haben wir noch ganz gut hingeschaukelt, sage ich mal. Und damit ich mit Becken Sheriff nicht mein Gegenüber gemacht haben musste, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal mit dem Avatar hier. Welches Pech kam da oder welche Pleite kam da oder eine Panne, eigentlich ist eine Panne, aber das ist noch eine kleinere Panne. Ihr seht da unten meine Armee, 42 Bogenschützen, das ist natürlich keine Panne, sondern das ist eine kleine Panne, das sind nämlich Spenderbogenschützen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich noch
in irgendwelche Klammerungen was reinfüllen wollte und habe es nicht mehr ausgetauscht. Aber okay, da musste damit durch. Ist aber auch nicht so schlimm, weil der Gegner hier hat nämlich diese kleinen niedlichen Minen und Sammler. Ihr seht das, ich sage immer wieder, Leute, ihr müsst die auch leveln, dann haben die mehr Trefferpunkte. Ja, das ist ja ein gefundenes Fressen für Bogenschützen. Ja, die kriegen die nämlich ganz, ganz schnell weg. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst du ein bisschen was mit den Wurzelkriegerinnen da oben und hier unten. Mit Masse rin hier in die Base. Also so ein bisschen, nicht ganz all in, aber so in etwa. Hexen noch dahinter und die schönen Bogenschützen hier, die schon mal ein bisschen für Cleanup und Trouble sorgen. Auch nicht schlecht, also so ganz unnütz waren sie jetzt auch nicht. Ja, aber trotzdem, ja, war ein bisschen, war eine kleine Panne. Aber das ist auch noch eine kleine Panne, Leute. Die größere Panne, da kommen wir gleich hin. Aber lass erstmal den Angriff hier gucken und genießen. Wir haben auf jeden Fall die Livestreams genossen am Wochenende. Die waren wirklich, wirklich schick. Und unheimlich viele Angriffe gesehen. Also wenn ihr noch mehr Angriffe sehen wollt aus unseren Ligen hier, dann greift auf jeden Fall auf die Wiederholungen zurück. Die sind ja ein bisschen oder ein paar Wochen noch für euch greifbar. Und ich glaube 90 Tage, ne, oder 60 Tage, glaube ich, ne, für Nichtpartner. Und dann könnt ihr da noch viele schöne Angriffe sehen von uns. Also ich habe unheimlich viele Angriffe gesehen und haben natürlich auch selber viele Angriffe gemacht, aber und haben auch wieder ein bisschen über die Stränge geschlagen, was die Zeit angeht. Aber macht nichts, das muss ja auch mal ein bisschen sein, dass man mal ein bisschen länger streamt, so als nur 2 Stunden oder 2,5 oder 3. Und hat auf jeden Fall unheimlich Bock gemacht, muss ich sagen, auch wenn ich am Tagesende dann doch schon, da merke ich dann manchmal mein Alter, ja, das ist dann ganz schön an den Körper geht, ne, auf den tollen Gamerstuhl hier und so. Aber wie gelogen, auf jeden Fall Besserung, was das angeht. Also irgendwann haben wir hier auch einen richtigen Sitz, den Rest, glaube ich, haben wir ganz gut gepimpt hier. Und aber das war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall keine Panne hier. Und auch keine Pleite und kein Pech, sondern das ist hier reguläre Liga. Und ich finde es eigentlich ganz gut hier. Wir halten uns super hier bei Free-to-Play und ist ganz harmonisch hier. Klar, ne, nach wie vor im Chat wird hier nicht viel geschrieben, aber alle sind dann auch noch am Tauschen. Ne, diese Geschichte mit Clan Deutschland Add auch noch einen zusätzlichen Clan-Krieg zu spielen. Aber ich denke mal, wir sind ganz gut dabei. Wir sind guter Vierter, 144 Sternchen. Ich denke mal, letzter werden wir nicht mehr werden. Da gehe ich mal von aus, dass wir es nicht tun. Das müsste dann schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Aber wir gehen mal in einen anderen Clan, Leute. Jetzt kommt die etwas größere Panne. Ja, und hier sind wir im Clan, im Projektclan, muss man eigentlich sagen. Oder angeblich soll es ja ein Projektclan sein hier. Das ist der Clan bei Henrik 2. Oder bei Henrik und bei Henrik 2, weiß ich gar nicht. Wie heißt unser Clan nochmal? Bei Henrik.de. Aber das ist, glaube ich, der zweite Clan hier. Denn die gehen ja alle raus hier. Na, wir sind nur noch 27 von ehemals 50 Streitern, die hier angefangen haben zu rushen, außer ich. Das Video kann ich euch nochmal oben in der Videobeschreibung verlinken. Und aber was ich hier gesehen habe, ist wirklich eine Pleite. Und das ist schon keine Panne mehr, oder eigentlich ist es eine Panne und eine Pleite. Denn die spielen hier endlich mal Liga, jawohl. Ich habe gedacht, ich spiele hier auch richtig krass mal mit. Nein, ich spiele hier leider nicht mit und muss dazu sagen, dass hier auch mal der eine oder andere eine Nullnummer macht oder auch erst gar nicht erst angreift. Weißt du, das ist ja dann auch, ne, Free T Play und Floppy und dann hier unten auch der Luca, die greifen jetzt gar nicht an. Aber das Coole ist, die nimmt man einfach mit in den zweiten Krieg, ja, in der Hoffnung, dass sie angreifen. Aber auch da werden die nicht angreifen, denke ich mal, weil die sind irgendwie tot, toter geht's gar nicht, die Accounts. Und was macht man da? Natürlich reagiert man da. Ja, das ist so, ich glaube, bei Totus Banda hat auch einer die Tage gefragt, ob er nicht wieder, er hat den ersten Clankriegstag verpennt. Und ich meine, es gibt nur 5 Clankriegstage. Und wenn du dann den ersten verpennst, dann brauchst du den Trainer nicht fragen, ob du den zweiten nochmal mitkommst. Das ist wie beim Fußball, ne? Wenn du 90 Minuten über den Platz stolperst und fragst deinen Trainer, kann ich nächstes Mal auch wieder mit? Ich glaube, da sagt er auch sicherlich nicht ja, sondern eher nein. Und aber die tauscht man auch nicht aus, ne? Die tauscht man nicht aus. Lustigerweise werden wir noch nicht mal letzter und steigen noch nicht mal ab, weil tiefer kann man eigentlich nicht sinken. Oh, wir haben was live hier von Lotte. Mal gucken, Lotte, ja, sieht auch ganz, auch krasser Account hier. Aber immerhin 5er Hocks und 3er Golem schon. Oh, der geht bis 4, ja, hoch auf Rathaus Level 9. Und schön den Gift hier auf den Drachen, der ist auch die ganze Zeit drin, da muss jetzt nochmal was drauf schießen auf den Drachen, ne? Ja, gar nicht mal so schlecht. Riesenbombe da bei dem
ein Magier und von irgendwo sollten auch dann irgendwann mal die Rocks kommen. Mal gucken, ob das jetzt noch was wird, aber sieht ganz gut aus. King geht hier durch, hat auch schon eine Fähigkeit. Ah ja, okay, 4 hier, hier und 5 da, 4-5 da. Auch nicht schlecht, ein bisschen Surgical reingesetzt hier, ein paar kleine Bömmchen. Sehr nett, schöner Live-Angriff hier. Ja, aber trotzdem ist das hier eine Pleite. Die Leute werden hier nicht ausgetauscht. Ja, wir konnten ja fast von Glück sagen, dass Toto mal geschrieben hat in dem Discord, sag mal, wir starten hier aber mal Liga oder so, ne? Auch wenn hier jetzt alle den Clan hier verlassen. Und die sind dann alle in den ersten Clan gegangen, aber auch im ersten Clan konnten nicht mehr als 30 mitspielen, auch wenn der mit 50 voll war. Aber klar, ja, Fame wird man dadurch natürlich nur, wenn man in den Hauptclan ist und dort mitstinkt oder mitspielt. Aber hier ist das natürlich nicht der Fall, aber ich denke mal, das wären schöne 3 Sterne, 1,33, kriegen noch Zimper, einen Hutzauber noch hier, schön auf die Hox, ja, oder vielleicht hier gegen den King, ja, obwohl du brauchst auch nicht, kannst du irgendwo wegswängen in der Ecke oder sowas, lohnt sich gar nicht, die Zauber zu nehmen. Früher hat man die aufgespart, haben die auch noch Ressourcen gekostet, aber echt schönes Ding hier und mal sehen, ob hier noch so ein bisschen angegriffen wurde in dem Clan. Oh ja, der Rathaus Elver hier ist gelegt worden von seinem Gegenüber. Ha! Glaube ich ja gar nicht. Der Neuner legt den Elver, okay. Der Neuner legt den Elver, nur mit dem King. Okay. Wo ist ein Achter? Ne, der Neuner, ne? Der Neuner legt hier echt den Elver, das ist ja cool. Naja gut, ich meine, ihr seht das gerade, ne? Der Colin sieht auch nicht ganz so gut aus, ist nicht ganz so gesund, der Account, auch mit den kleinen Lagern. Ich glaube, er kann im Moment nicht weiter rushen, weil seine Lager einfach zu klein sind von der Kapazität her. Immerhin 10er Clanburg hat er. Ich meine, niedriger geht es auch nicht, ne? Das ist die Startclanburg. Und ansonsten ist wirklich furchteinflößend, würde ich sagen, sind die Feger. Ja, die jagen einen richtig Angst ein, würde ich auf jeden Fall behaupten. Wenn die anfangen zu pumpen, dann haben die Drachen richtig Angst. Aber der Rest ist hier irgendwie nicht ganz so schick, ne? Was hat er hier equipped? Mal 7,9, auch den schönen Erdbebenschuh. Sehr schick. Habe ich heute schon mal gesehen, den neuen Schuh. Gar nicht mal schlecht, aber der war schon gezündet, ne? Kannst du als Mauerbrecher dann nehmen. Der ging als Mauerbrecher auch nicht schlecht. Aber sehr schöner Angriff hier vom Gegner. Muss man auch zeigen, habe ich ja auch gesagt gehabt. Sollte man auf jeden Fall zeigen, aber ich glaube, Colin hat sich gerecht hier mit 170 Truppen. Ei, 39%, das sind auf jeden Fall 17% mehr als in seinem ersten Angriff. Da hat er nämlich nur gegen einen Elfer 16% geholt. Jetzt sind es immerhin 39%, also er nähert sich auf jeden Fall einer 50% Marke. Ja, vielleicht hat er nächstes Mal Glück und kann gegen Rathaus 8 oder Rathaus 7 kämpfen. Dann könnte das was werden hier mit 1er Drachen, 160 Truppenplatz. Der nimmt auch keine Clanburg mit, keine Maschine mit. Kann er ja auch gar nicht aufnehmen. Er hat ja nur eine 10er Clanburg, ne? Da geht gar keine Maschine rein, ne? Da geht gar keine Maschine rein, Leute. Ha? Ja, aber Hauptsache, ich habe Schleichkobolde, ne? Tja. Oh mein Gott, ich denke gerade tiefer über diese Situation nach, Leute. Und ich habe am Wochenende schon viel gelacht, ehrlich. Wirklich sehr, sehr viel gelacht. Aber das geht gar nicht hier, ey. Das ist Clash of Clans, wie ich es nicht will, ey. Echt nicht. Das ist wirklich Clash of Clans, so wie ich keinen Bock drauf habe. Und ich weiß nicht, dieses Projekt ist irgendwie nur Ich möchte Fame sein, Projekt von Henrik oder so. Aber so wird das natürlich nichts. Es wird auch nichts im Discord getippelt, so nach dem Motto, Leute, jetzt machen wir mal ernst oder sowas. Das findet auch nicht statt. Es ist irgendwie, wie gesagt, so ein totes Projekt. Free-to-play mit Pass. Das spannend ist das ja auch nicht, ne? Die meisten spielen noch nicht mal mit dem Pass. Weil wenn ich sehe, dass die Leute hier mit 3 Bauarbeitern rumdümpeln und jetzt nicht weiter rushen können, weil die Lager nicht groß genug sind, dann ist das einfach nur eine peinliche Panne hier, dieser Clan hier. Und da sind dann auch noch so Gestalten drin wie obwohl. Ah ne, die sind auch nicht mit dem Clan mit. Okay, aber tauschen tun die auch nicht. Aber vielleicht wird ja getauscht. Tränke, du bist 0 CW-Talk. Ich kann nicht mit meinen Truppen eh nichts machen, weil ich nur Schleicher im Labor gehe. Ah, er macht nur Schleicher, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit nur Schleicher im Labor gehe, einen Rathaus 9er wenigstens auf 50% kriegt, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das prozentual passen könnte. Ich mache noch keinen Haken hier dran. Ich lache einfach ein bisschen weiter, weil Lachen hält jung Leute und hält auf jeden Fall gesund. Und das habe ich hier auf jeden Fall ohne Ende. Wenn euch das Video zum Montag ganz gut gefallen hat, hier von Pleiten, Pech und Pan, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Vor allen Dingen für diese Wahnsinns-Webcam hier.
die mir wirklich immer besser gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in weiteren Videos auch in den Livestreams. Also bleibt am Kanal dran. twitch.tv/totoclash. Dort könnt ihr, wie gesagt, alles nochmal nachgucken. Dort könnt ihr mich auch gerne followen. Das kostet nichts. Glocke stellen, verpasst auch keinen Livestream mehr von mir. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clash.